Nächster Redner Stefan Mayer für die CSU-CDU-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, mir geht es genauso wie dem Kollegen Sebastian Hartmann. Ich bin dankbar am Ende dieser Legislaturperiode für diese Debatte zum Thema Zuwanderungsrecht. Aber Herr Kollege Hartmann, die Gemeinsamkeit endet dann auch sehr schnell, weil mir es auch zwar darum geht, mit Irrtümern aufzuräumen, aber vor allem auch mit Irrtümern, die bei der SPD-Fraktion angesiedelt sind. Das Irrtum Nummer eins ist, Deutschland braucht endlich ein Einwanderungsgesetz. Es stimmt nicht. Wir haben ein Zuwanderungsrecht. Frau Kollegin Göring-Eckardt, Sie haben ja selbst darauf hingewiesen, es gibt 48 verschiedene Tatbestände im deutschen Aufenthaltsgesetz, nach denen man vollkommen legal aus dem nicht-europäischen Ausland nach Deutschland einreisen kann. Der Irrtum Nummer zwei, Deutschland braucht endlich ein neues, völlig neues Einwanderungsgesetz. Das stimmt nicht, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Die OECD hat es uns 2014 ins Stammbuch geschrieben. Wir haben ein außerordentlich modernes und fortschrittliches Zuwanderungsrecht. Eines der modernsten auf der gesamten Welt. Und dieses moderne und fortschrittliche Zuwanderungsrecht führt jedes Jahr zu dem Ergebnis, dass Deutschland nach den USA die zweitgrößte Nettozuwanderung hat auf der gesamten Welt. Also wenn unser Zuwanderungsrecht so reaktionär, so überaltert, so rückschrittlich sei, wie Sie immer behaupten, dann möchte ich Sie mal fragen, wie es dann kommt, dass wir Hauptzuwanderungsland auf unserem Globus sind nach den USA. Also so schlecht kann es nicht sein, ganz im Gegenteil. Wir haben ein außerordentlich präzises, mit Sicherheit nicht das am einfachsten zu lesende, aber mit Sicherheit ein sehr präzises und punktgenaues und ich würde sagen ein sehr modernes Zuwanderungsrecht. Wir haben allein, was die Blue Card-Genehmigungen anbelangt, über 80% aller in Europa erteilten Blue Card-Genehmigungen. Also mehr als jede vierte von fünf Blue Cards, die in Europa ausgereicht wird, wird für Deutschland ausgereicht. Wir hatten einen Anstieg allein vom März 2015, da waren es 22.000 Blue Card-Inhaber in Deutschland, auf September 2016, da waren es 31.000 Blue Card-Inhaber. Wir haben laut dem DAAD derzeit in Deutschland 320.000 ausländische Studenten. Davon immerhin 180.000 aus dem nicht-europäischen Ausland. Also so schlecht kann unser Zuwanderungsrecht offenbar auch für Studierende nicht sein, wenn immerhin 180.000 Studenten aus dem nicht-europäischen Ausland an deutschen Hochschulen studieren. Wir haben allein, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, Ende letzten Jahres 1,8 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte aus den anderen EU-Ländern gehabt. Also wir dürfen ja bei dem Thema Zuwanderungsrecht, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, nicht außer Acht lassen, dass wir daneben noch die Freizügigkeit haben innerhalb der Europäischen Union. Und die hat innerhalb der letzten Jahre dazu geführt, dass wir netto eine erhebliche Zunahme der Zuwanderung aus den anderen EU-Ländern hatten. So waren es im Jahr 2006 noch 770.000 pro Jahr, im Jahr 2011 schon 915 und im Jahr 2016, im letzten Jahr, immerhin 1,8 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte aus der Europäischen Union. Auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, den man mit erwähnen muss. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, Deutschland ist kein klassisches Einwanderungsland, wie es die USA, wie es Kanada, wie es Australien ist. Aber wir sind ein Land, das Zuwanderung benötigt. Das möchte ich hier schon klar konstatieren. Wir haben natürlich aufgrund der Demografie erwarten einen deutlichen Rückgang der erwerbsfähigen Personen oder der Personen im erwerbsfähigen Alter. Allein bis 2030 um ungefähr 6 Millionen, auf dann nur noch knapp 44 Millionen und bis 2040 sogar einen Rückgang auf dann nur noch 40 Millionen Personen im erwerbsfähigen Alter. Deshalb brauchen wir Zuwanderung. Nur, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, und das ist der große Unterschied zu allen hier vertretenen Fraktionen im Deutschen Bundestag, wir wollen eine zielgerichtete, eine gesteuerte Zuwanderung. Wir wollen, dass die nach Deutschland kommen, die auch der deutschen Wirtschaft einen Mehrwert bringen. Und lieber Herr Kollege Beck, wenn Sie dann behaupten, na ja, schauen Sie auf die Wirtschaft fordert auch ein Punktesystem. Das mag ja durchaus sein, nur die Wirtschaft hat ein anderes Interesse als der Staat. Bei aller Sympathie und bei aller Offenheit gegenüber den Forderungen der Wirtschaft, den Unternehmen geht es da darum, dass sie aus einem möglichst großen Pool an nicht-europäischen Ausländern wählen können, wer für das Unternehmen gerade passt und geeignet ist.
Den Rest kippen Sie uns dann vor die Sozialkassen. So kann es natürlich nicht gehen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen eine gesteuerte, eine zielgerichtete Zuwanderung. Und ich sage mal ganz offen, es gibt aus meiner Sicht zwei entscheidende Paradigmen, an denen dürfen wir nicht rütteln. Paradigma Nummer eins, dass die Zuwanderung aus dem nichteuropäischen Ausland gebunden ist an einen konkreten Arbeitsplatznachweis. Das hat sich in Deutschland bewährt. Wer aus dem nichteuropäischen Ausland nach Deutschland einreisen will, zum Zwecke der Arbeitsaufnahme, muss einen konkreten Arbeitsplatz nachweisen. Erlauben Sie, Herr Mayer? Sehr gerne, selbstverständlich. Gut. Ich habe ja manchmal das Gefühl, wir debattieren hier Freestyle ohne Kenntnisnahme des zugrunde gelegten Gesetzentwurfs. Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass in unserem Punktesystem Zuwanderung geregelt ist, dass jemand, der zur Arbeitssuche hierher kommt, ein Jahr Zeit hat, sich eine Arbeit zu suchen, in der Zeit allerdings von Anfang an auch arbeiten darf, aber wenn er seinen Lebensunterhalt durch Arbeit nicht verdient, das dann dazu führen wird, dass die Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert wird. Und damit kübelt ihn niemand irgendjemanden vor die Sozialkassen, was ich sowieso ein bisschen schräges Bild finde, wenn man über Menschen redet. Aber der Effekt ist ganz klar. Bleiben darf derjenige, der Arbeit gefunden hat und nicht der, der keine findet. Und deshalb geht Ihre Ausführung völlig am Gesetzentwurf, den wir hier vorgelegt haben, vorbei. Herr Mayer, bitte. Sehr geehrter Herr Kollege Beck, ich habe mir Ihren Gesetzentwurf sehr genau angesehen. Und ich möchte wirklich fundamental noch mal sagen, ich halte überhaupt nichts von dem Punktesystem, auch von dem Punktesystem, das Sie konkret vorschlagen. Weil wenn Sie sagen, Sie sehen ja vor, dass jemand für ein Jahr nach Deutschland kommen darf, zum Zwecke der Arbeitsplatzsuche, dann halte ich das schon für einen fatalen Fehler, um dies klar zu sagen. Weil was machen Sie, wenn er innerhalb eines Jahres keinen Arbeitsplatz findet? Wer bringt denn den wieder außer Landes? Das Unternehmen, bei dem er sich beworben hat, das interessiert sich überhaupt nicht dafür. Und das ist ja auch, weil immer das kanadische Modell so gelobt wird. Gehen Sie, ich war auch in Kanada, haben Sie mir auch angesehen. In Kanada ist übrigens die Arbeitslosigkeit höher als in Deutschland. Und der entscheidende Unterschied ist, dass Sie allein, wenn Sie in Kanada eine gewisse Punktehürde überschritten haben, nach Kanada einreisen dürfen und dort sich einen Arbeitsplatz suchen dürfen. Wenn Sie keinen finden, dann obliegt die Person dem kanadischen Sozialsystem. Das ist der entscheidende Unterschied. Also es gibt zwei entscheidende Paradigmen, an denen sollten wir partout nicht rütteln. Paradigma Nummer eins, Einreise nach Deutschland nur, wenn schon im Ausland ein konkreter Arbeitsplatz in Deutschland nachgewiesen werden kann. Wir wollen Zuwanderung in den Arbeitsmarkt und nicht in die Arbeitslosigkeit. Und Paradigma Nummer zwei, wir müssen partout daran festhalten, dass die humanitäre Zuwanderung strikt getrennt wird von der legalen Zuwanderung. Diesen Spurwechsel, den Sie immer wieder propagieren, halte ich für grundlegend falsch, weil damit komplett fatale Signale auch in die falsche Richtung gesetzt werden. Es darf nicht sein, dass wir hier Dinge miteinander vermengen, die miteinander nichts zu tun haben. Die legale Zuwanderung ist ganz anders zu betrachten als die humanitäre Zuwanderung. Bei der humanitären Zuwanderung darf es, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, nie um Nützlichkeitserwägungen gehen. Da darf es nie mit Verlaub darum gehen, ob jemand dem deutschen Arbeitsmarkt dient oder nicht. Bei der humanitären Zuwanderung darf es nur darum gehen, ist jemand schutzbedürftig, ist jemand bedroht an Leib und Leben, ist jemand politisch verfolgt. Bei der legalen Zuwanderung auf der anderen Seite, da darf es sehr wohl um Nützlichkeitserwägungen gehen. Da darf es sehr wohl darum gehen, ist jemand so qualifiziert, dass er in Deutschland dringend gebraucht wird, weil es in Deutschland dafür keine vorhandenen Fachkräfte gibt. Und diese beiden Stränge darf man aus meiner Sicht nicht vermengen. Und die würden eben genau vermengt werden, wenn man dem Gesetzentwurf folgt, den die Grünen hier propagieren und vorschlagen. Vielleicht auch, um Herr Beck Ihnen auch noch den Gefallen zu tun, intensiver auf Ihren Gesetzentwurf einzugehen, weil der nämlich neben diesem fehlerhaften Punktesystem noch weitere Irrtümer aufweist und vor allem auch falsche Signale in sich birgt. Zum einen mal, Sie propagieren eine deutliche Ausweitung des Familiennachzugs. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir hatten gestern eine Debatte im Innenausschuss über das Thema Familiennachzug und der Vertreter des Auswärtigen Amtes hat uns darüber informiert, dass wir allein in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme des Familiennachzugs nach Deutschland erlebt haben. Im Jahr 2015 25.000 erteilte Visa zum Zwecke des Familiennachzugs, im letzten Jahr eine Verdopplung 50.000.
erteilte Einreisevisa zum Zwecke des Familiennachzugs und allein im ersten Quartal dieses Jahres 17.000. Also wir können davon ausgehen, dass wir in diesem Jahr noch mal eine deutliche Zunahme des Familiennachzugs zu in Deutschland lebenden Flüchtlingen erleben werden. Und wohlgemerkt auch hier ein klares Wort. Der Familiennachzug bedeutet, dass sie ungesteuert und unkontrolliert Zuwanderung nach Deutschland bekommen. Und der Vertreter des Auswärtigen Amtes hat uns ja auch darüber informiert, dass er davon ausgeht, dass weitere 200.000 bis 300.000 Personen in den nächsten Monaten einen Antrag auf Erteilung eines Visums in Deutschland stellen werden. Und dieses Visum muss Ihnen, wenn Sie GfK-Flüchtlinge sind, also wenn Sie Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention sind, auch entsprechend erteilt werden. Ich schäme mich nicht, weil dieser Einwurf jetzt kam, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass es im deutschen Interesse ist, auch im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger, wenn wir darauf achten, dass der Familiennachzug nicht überhand nimmt. Und wenn ich dann im Gesetzentwurf der Grünen lese, dass sie den Familiennachzug noch ausweiten wollen, von der Kernfamilie auf Großtanten und Großonkel, dann ist dies ein absolut falsches Signal. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, und was Sie auch wiederum ein weiterer Irrtum, mit dem ich hier auch noch mal aufräumen muss, ist der, dass die Grünen auch wiederum zwei Dinge miteinander vermengen. Zum einen mal das Zuwanderungsrecht, das Aufenthaltsrecht auf der einen Seite und das Staatsangehörigkeitsrecht auf der anderen Seite. Beides hat nichts miteinander zu tun. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen klare Regeln, wer zu uns kommen darf und wer nicht zu uns kommen darf. Und ich bin auch der festen Überzeugung, wir benötigen kein Einwanderungsgesetz. Wir benötigen, wenn dann überhaupt, ein vielleicht leichter lesbares Einwanderungsbegrenzungs- und Einwanderungssteuerungsgesetz. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Stefan Mayer. Nächste Rednerin, Ulla.